Schon wieder viel zu spät. Das stimmt. Es ist schon, glaube ich, 10:30 mittlerweile. Ja. Ah, nicht ganz. Zehn vor 10:30. Es wird jetzt schon recht früh dunkel wieder. Und da schalte man die Kamera erst ein. Das ist eigentlich eine Schande. Das ist tatsächlich wirklich eine Schande. Oh, wir haben doch vorher schon ein bisschen gefilmt. Ja, nur die. Ein bisschen rumgeplänkelt. Köder und Kram, aber wo ich so wirklich gut gefangen habe da vorne, da habe ich nicht gefilmt. Da saß ich nämlich in der prallen Sonne. Da habe ich ganz bestimmt. Braun schon. Ja, ja, richtig braun. Also tatsächlich. Also, schön braun. Blonde Haare, brauner Körper. So ein richtiger Sunny Boy. Mhm. Ja. Oh je. Ja, da habe ich schön gefangen. Ich habe gefangen Rapfen. Hier so einen kleinen Rapfen. Mhm. Hier Döbel. Rotauge und jede Menge Grundel. Hm. Stimmt. 20, 30 Stück. Ja. Ich habe hier eine Grundel aufgezogen. Mhm. Ich habe auf Grund gelegt hier hinter mir. Und da gab es ja schon mal jetzt gerade ein Biss ja, drauf. Ja, das hat schon mal richtig ganz zaghaft losgezuppelt. Ja, und mein Wunschköderfisch, also den etwas größeren Köderfisch, habe ich ja bekommen, nachdem ich mich durch etliche Grundeln durchgeangelt habe. Mit so einem schönen Döbel, den habe ich auch ausgelegt an der U-Posen-Montage da oben. Ich habe eben mal nachgeguckt, die Tauwürmer haben sie mir geklaut. Hm. Jetzt habe ich ihn so wieder rausgeballert, weil hier ist absolut null Strömung. Das ja. Stört mich ja so ein bisschen. Da macht das mit der U-Pose Kacke. Wir haben ja absolut Niedrigwasser. Es hat ja schon seit Monaten, kann man sagen, nicht mehr geregnet. Jetzt habe ich die Wels oder Zandermontage, wie auch immer wir das nennen mögen, mit dem Tiroler Hölzel rausgeworfen, damit es nicht ganz so abrupt runterballert und dann hier die ganze Montage schon oben durch die Nullströmung da zusammentrudelt. Aber eben war es auch schon wieder so ein bisschen ineinander versponnen, durch dass die Strömungsverhältnisse sich wechseln, ohne dass da mal ein bisschen Zug durchkommt. Also ich werde da nachher nochmal nachgucken. Na gut, da unten haben sie mir die ersten Tauwürmer von der Pose auch schon runtergezogen. Da hat es immer mal bupp, 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 hast gemerkt, oh je. Das waren die Grundeln. Ja, das waren die Grundeln, nachdem die Pose ganz, ganz an den Rand wieder getrieben ist. Hier fehlt eindeutig Regen. Wasser fehlt hier, ja. Eindeutig, aber gut, wir probieren es halt heute nochmal. Wir sind ja jetzt hier bei 1,20 Meter. Und als ich hier die Wälze gefangen habe, da war es 1,50 Meter. Naja. 1,60 Meter. Also da war deutlich mehr Wasser drin. Das Allerlustigste ist, ich habe jetzt vorhin da mal geguckt, wo die Blätter hinschwimmen. Die schwimmen flussaufwärts. Dort von mir sitzt hier auf unserer Uferseite. Zur Quelle hin. Das schwimmt alles flussaufwärts. Da ist überhaupt gar nichts. Also, ich weiß nicht. Ganz komisch. Naja. Aber wir sitzen hier. Ja. Ich habe ja auch die Woche schon gefangen, vorgestern. Also Fisch beißt trotzdem noch. Jetzt zwar nicht hier, aber und ich habe meinen Erfolgsköder wieder drauf gemacht auf die eine Route. Der wird vielleicht noch abrennen hier vorne. Der Scopex Pop-Up. Mhm. Der hat einen schönen Vielleicht müssen wir mal so ein bisschen von deinem Saft abgeben, von deinem Scopex Saft. Ja, damit ich meine kleinen Häselnuts auch mal so reinlegen kann, so ein bisschen. Mhm. Ansonsten muss ich ja wieder meinen. Ein Katzenfutter-Dip. Jetzt im Herbst mache ich Katzenfutter-Dip. Ich kann auch mal so ein paar Pop-Ups spenden. Ja. Wenn es Not am Mann ist. Die haben schon gut gefangen. Ja, ja. So, die mache ich gerne dran. Ja. Das ist im Moment meine Köderauswahl. Scopex, Pop-Up an der einen Route und eine Grundel auf Grund auf der anderen Route. Ich habe hier noch mal eine dritte Rute stehen, die noch nicht im Wasser ist. Da würde ich eventuell ein großes Rotauge, ich habe noch hier so ein eingefrorenes Rotauge dabei, noch dranhängen. Vielleicht lasse ich aber auch einfach die Grundel auf Grund liegen. Tja, wer weiß, was passiert. Wir lassen uns überraschen. Mal sehen, ob meine Pose da unten abtaucht mit den Tauwürmern. Jetzt habe ich mittlerweile schon zwei Grundeln noch mit dabei gepiekst zu den Tauwürmern, nachdem sie mir vorhin selbst mein Opferrotauge da rausgezogen haben. Mhm. Naja.
So aber ist weißt es halt du was? Eben. Hm? Wir warten jetzt hier auf den Biss. Dann mache ich hier mal meine Kühltasche auf. Tja, normalerweise, ja, wenn du die aufmachst, normalerweise hätte ich ja noch ein Päckchen. Ich hätte ja noch ein Päckchen gehabt. Das habe ich aber in Sicherheitsverwahrung verfrachtet. Hör zu. Was ich habe. Ja, Eisflasche. Eingefrorenes Wasser. Ja, tu es wieder zurück. Allgemein eiskalt. Ja, ich glaube dir das. Ja, ich sehe es. Guck mal hier, was hier auch noch eiskalt ist. Och, das gibt's doch nicht. Ja, wie krass. Ja, das hätte ich ja erwartet eigentlich. Wenn du von Norwegen kommst, muss ja sowas dabei sein. Aber richtig eiskalt. Da freue ich mich drauf. Siehste, da ist doch gut, dass ich das Päckchen, was wir bekommen haben, daheim noch im Kühlschrank lasse. Weil das wollte ich uns tatsächlich heute bei 34 Grad Außentemperatur nicht antun. So, guck mal, ich habe noch eine. Für mich. Ja, ja. Klar, für wen sonst? So, die Eisbombe wieder rein. Oder willst du mir beide geben? Nein. Genieß es. Selbst die Norweger haben die Preise aufgeschlagen. Hm. Ja, ein Grund, warum wir jetzt überhaupt so spät erst einschalten, ist auch der, wir haben nämlich nach Fähren gesucht. Und gefunden. Und gesucht und gefunden und werden es buchen und dann ab dem Tag heute in, sind es 3 Wochen? 2,5 Wochen geht's los. Nee, 3 Wochen. Bisschen mehr als 3 Wochen. Ich muss ja jetzt erst nochmal arbeiten gehen. Na gut, auf jeden Fall. Für uns steht der Termin fest. Wenn nichts dazwischen kommt. Das hoffe ich ja doch. Das so. Wär's ja. Also. Skoll. Skoll. Verbabbeln wir jetzt gar nicht mehr, gell? Hm. Da kommt doch schon eine ganz andere Luft hier aus der Dose raus, wenn du die aufmachst. Oder? Aus Oslo. Ja. Ja, ich riech's. Ach, herrlich. Da babbeln wir gar nicht mehr viel. Ringnes Frau Oslo. Ringnes Maggegot. Da muss er immer ganz viel beißen heute. Kann aber. Was hast du vor, bitte? Jonglieren mit dem Bier. Das ist mal richtig zurechtgebogen. Das ist auch ordentlich Durchzug. Ordentlich Durchfluss. Durchfluss ist. Mit dem stinkigen Finger, wo du hier diese verrottete. Der Kalamaris haben wir ja gar nicht weiter schön. Nein. Grundel. Frisch gefangene Grundel. Ganz frische, ja klar, bestens. Und das, was übrig bleibt an den Grundeln, ich habe ja sehr, sehr viele Grundeln gefangen, die lege ich morgen auf den Grill. Definitiv. Na denn. Ja. Und? Noch dran. Auf Grundel. Nein. Wurm. Ich habe so einen kleinen Schuppi gesehen. Tja. Hä? Der ist ja wirklich schön. Achtung, wenn man mal hoch kann sogar nehmen. Nein. Sieht ja schön lustig aus. Karpfen. Karpfen. Der hat doch noch keine, naja. 20, hä? 25. 25 Zentimeter. Hm. Wer wollte da einen Wurm? Ich kann machen, was ich will. Ich fange nur noch Karpfen. Und er hat so richtig reingeballert. Ja, so richtig. Oh, das war ein schöner. Also, ja. Also für die Größe hat er schon ordentlich Schuppen gehabt. Ja, also man kann sich schon richtig vorstellen, wie der mal so aussieht in
10, 12 Jahren. Mit? So mit 17, 18 Kilo. Auf jeden Fall. Da hat er natürlich dann ein bisschen mehr aufgeblähteren Bauch, weil die Angler den immer schön gefüttert haben mit den dicken, proteinhaltigen Boilies. Mit Kartoffeln wäre das nicht passiert. Da wäre er so geblieben, richtig spindelförmig. Meinst du? Ich glaube schon. Jetzt ist die Frage natürlich, und die Frage haben wir auch gestellt, hier an unseren Obergewässerwart, ist das ein Satzkarpfen oder ist es Wildwuchs? Die Frage wurde eigentlich schon beantwortet, dass hier nichts besetzt wurde auf dieser Strecke. Genau. Also entweder ist es eigene Nachzucht hier aus unserem Fluss oder oder er ist ein Aufsteiger. Das war jetzt Wurm mit Festblei. Mhm. Also wenn, dann muss es abbrennen. Ich stehe jetzt nicht mehr auf hier. Hier piept es in einer Tour bei mir. Bei mir gar nicht. Bei mir tut sich null. Also der Karpfen ging ja auch auf Tauwurm. Direkt nach dem Auswurf. Ja. Weil du bist gerade gegangen, ich leg mal neu aus. Nee, ich hatte einen Biss gehabt, hab dann neu angeködert, hab neu ausgeworfen und dann hat er eigentlich schon sofort gebissen dann. Der lustige kleine Karpfen. Sehr schön. Naja, äußerst erfreulich. Ja. Ist mal was anderes wie so ein 30 Pfund plus Karpfen, oder? Ja, klar. Naja. Du musst natürlich auch vorsichtig ausgrillen. Ja, auf jeden Fall. Unbedingt. Ich meine, das hast du ja raus. Naja. Tja. Auf nee, ich bin sogar. Auf das Pop-up da unten? Barfuß. Auf das Pop-up da unten gab es auch schon zwei kurze Anfasser, aber ist nichts hängen geblieben, gell? Naja. Naja, ich werde mich dann bald vielleicht mal in meinen Schlafsack rein. Ich brauche den Schlafsack ja fast gar nicht. Einfach auf den Schlafsack drauflegen. Ja, es ist so warm, gell? Ja, ja, absolut. Ich glaube, wir haben jetzt noch gefühlte 25 Grad. So ist es halt jetzt, dieses Jahr. Jetzt ist halt gut auf Karpfen. Ja gut, das habe ich auch bewiesen, dass es geht. Ich kann halt andere Karpfen fangen. Ja. Ich fange halt die Tannenzapfenkarpfen. Aber wenn du wirklich einen großen Wels haben willst, musst du den im Frühjahr also bei uns abholen. Vor der Laichzeit musst du den abgreifen. Gib nur mal, wenn ich jetzt gleich bald einmal in den nächsten Wochen. Wo war denn das? Das war bei mir wieder. Mhm. Naja. Nee, ich hol schon noch einen. Ich bin bereit. Ich hab jetzt Urlaub. Nicht nett. Ich muss wieder arbeiten jetzt. Nach 4 Wochen Urlaub muss ich jetzt wieder arbeiten. Solltest du jetzt heute wirklich einen Wels fangen? Ehrlich? Ja. Musst du auch irgendwas erfüllen? Nein. Doch. Ich laufe die ganze Zeit da schon barfuß rum. Ich muss gleich da oben mein Aal rausholen. Ja, ist egal. Jetzt platze hier. Was muss ich erfüllen? Sag's. Solltest du heute einen Aal fangen? Aal? Ja, einen Wels. Werde ich mit Sicherheit nicht mit meinen Ködern. Einen Wels. Wobei, das will ich jetzt ja pass nicht. Pass auf. Ja, also. Ein Wels. Wir haben hier in unmittelbarer Nähe eine Brücke. Mhm. Dann möchte ich eine Arschbombe von der Brücke aussehen. Nee. Definitiv nicht. Hä? Nee. Warum? Das mache ich nicht. Wer weiß, was da unten ist? Ich bin ja tot. Danach. Ich guck vorher, dass da unten nichts ist. Das machen wir nicht.
Ich glaube, Sicherheit geht vor. Da mache ich keine Arschbombe runter. Nicht? Nee. Dann verzichte ich lieber auf meinen Wels. Ja. Aber ich könnte dir was ganz anderes anbieten. Ja. Wenn ich einen Wels fange, der über, jetzt muss ich wirklich sagen, also wirklich, jetzt müssen wir wieder dieses 1,70 Meter aufnehmen, wenn der über 1,70 Meter ist, dann schwimme ich hier unter der Arschbombenbrücke durch bis auf die andere Seite, lauf über die Arschbombenbrücke runter und komm hier direkt wieder her. Mhm. Bei dir piept's wohl. Ja, ich sag ja. Also das kann ich dir anbieten, aber dass ich da von da oben eine Arschbombe runter mache, mach ich nicht. Ich hab. Oh. Ich muss gleich meinen Aal da oben rausholen. Reicht dir das? Ja. 1,70 Meter, schwimme ich hier rüber, steig drüben am Ufer raus, lauf über die Arschbombenbrücke rüber, komm wieder hierher und bin dann hier. Ja, das reicht. Und du kannst filmen. 1,70 und vorher nix? Nö. Bei vorher 1,69 machst du gar nichts. Da freue ich mich einfach nur. Tatsächlich. Das gibt's doch gar nicht. Also tatsächlich wirklich. So machen wir's. Dann hol deinen Aal da oben raus, ja. Bevor ich dann um die Ohren schlag. Ich geh mal hin. Auf geht's. Wahrscheinlich ist also es ich stehe jetzt nicht auf, deswegen. Wahrscheinlich ist es wieder ein Karpfen jetzt. Wahrscheinlich. Wenn nicht, bring her, wir schalten dann ein. Ich bleib hier schön sitzen. Gell? Jawohl! Sag's, klappt doch! Schön. Mhm. Na, sehr gut. Ja. Das ist schon was für die Räuchertonne. Diesmal hat es piep, 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 piep gemacht. So muss das machen. Nicht hier dieses Rödel da alles. Ab durch den Wald. Zum Camp. Ja. Zack, Jese. Ha. Gut. Wieder einer für die Räuchertonne. Schöner Aal. Siehst du, wieder mit Festblei. Gleich gehakt. Jetzt gleich das Festblei wieder runterziehen. Alles gepackt? Ja, fast. Jetzt. Hat sich doch gelohnt jetzt, oder? Der ja. Aufwand. Unbedingt. Ich komme hier aus dem Klatsch und nicht mehr raus. Aber einen Vorteil hat es ja gehabt. Ich musste jetzt heute Morgen nicht darüber schwimmen und über die Arschbombenbrücke krabbeln. Ich kann einfach so heimgehen. Ja. Ohne Umwege. Das heben wir uns auf fürs nächste Mal. Irgendwann ist es soweit. Tja, wahrscheinlich. Ich muss dich ja auch noch mal drillen. Ja, da muss aber einiges passieren. So einfach geht das nicht. Ach, Mann, oh Mann, was macht man immer für ein... So, jetzt muss ich hier noch mein... Jetzt komme ich gar nicht mehr dahin, wo ich überhaupt hin will vor lauter Gestrüpp.
meinen Wagen verzurren und dann geht's ab. Ah, je. Guck mal hier, wie schön das gleich klappt. Der verabschiedet sich doch schon mal. Wir sind doch fertig, passiert doch nichts mehr. Also mein Wagen, der steht schon da, gepackt. Ja, dann würde ich sagen, war's das. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Ja. Macht's gut. Also, tschüss. Servus.